Ja, ihr Lieben, Ostern steht vor der Tür und wir werden uns nicht sehen bis dahin. Deswegen ist es doch mal Zeit für ein schönes, kleines, neues Osterlied. Hört doch mal zu, ob euch das auch so gut gefällt wie mir. Der Osterhasenpapa schaut aus seinem Bau und ruft verzweifelt nach der Osterhasenfrau. Schatz, ich bin wirklich kein guter Finder. Ich suche seit Stunden die Osterhasenkinder. Sie sind nicht auf dem Rasen, nicht auf dem Hügel, nicht in der Luft, denn sie haben ja keine Flügel. Nicht unten im Bau, im Hasenkinderzimmer, wo die bloß stecken, ich hab keinen blassen Schimmer. Die Osterhasenmama sieht ihn traurig verzweifelt, lieber Osterhasenmann. Schatz, ich war heute auf jedem Acker. Ich fand keine Spuren der Osterhasenracker. Sie sind nicht auf dem Rasen, nicht auf dem Hügel, nicht in der Luft, denn sie haben ja keine Flügel. Nicht unten im Bau, im Hasenkinderzimmer, wo die bloß stecken, ich hab keinen blassen Schimmer. Die Osterhaseneltern geben noch nicht auf. Wenn wir gemeinsam suchen, kommen wir bald drauf, wo sie wohl stecken. Mit Mut und Möhren finden wir sicher die Osterhasengören. Sie sind nicht auf dem Rasen, nicht auf dem Hügel, nicht in der Luft, denn sie haben ja keine Flügel. Nicht unten im Bau, im Hasenkinderzimmer, wo die bloß stecken. Ich hab keinen Schimmer. Die Osterhaseneltern suchen überall, auch im Kinderzelt vom Osterfestival. Da sitzen sie alle, sehen und sie malen mit Pinsel und Farben auf Ostereierschalen. Sie sind nicht auf dem Rasen, nicht auf dem Hügel, nicht in der Luft, denn sie haben ja keine Flügel. Nicht unten im Bau, im Hasenkinderzimmer. Hier sitzen alle und sind gut gelaunt wie immer. Die Osterhasenkinder rufen laut Hurra! Mama und Papa sind endlich wieder da, weil wir doch die Eier verteilen wollen. Sagt uns doch, wohin die Ostereier sollen. Sie sollen nicht auf den Rasen, nicht auf den Hügel, nicht in die Luft, denn wir haben ja keine Flügel, nicht runter in den Bau, ins Hasenkinderzimmer. Wohin mit den Eiern? Wir machen es wie immer. Wir bringen sie zum Osterfest in jedes Haus, ins Osternest. Ich bin gespannt, wie viel Ostereier ihr dieses Jahr findet.